Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir hier unsere Reise zum nördlichen Rand von Schrobisch fortgeführt und allerhand Schätze noch eingesammelt, sind dann hier zurück, wo wir in die Höhle von dieser Hügelbestie geraten sind, die ja beim letzten Mal noch ein bisschen verbuggt war. Ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach nochmal unseren Glück und schauen, ob sie jetzt da ist. Oh ja! Oh Gott, ein riesiger Bär. Das ist ja natürlich sehr krass. Ich schau mal, ob wir seine leuchtenden Stellen gleich treffen von hier. Das sieht gut aus. Sehr schön. Komm her, mein Großer. Oh je, nicht so nah ran. Ach du meine Güte. Komm her, mein Großer. Uah. Ich glaube, so mit dem Slow-Motion-Effekt zu kämpfen. Das wird sehr, sehr praktisch sein. Aua. Wieso heilt er sich? An was hat er sich jetzt bitte geheilt? Hat er das Wasser hier getrunken? Oh. Ich verstehe. Deswegen kämpft er auch so seltsam. Es wirkt so ein bisschen, als wäre er betrunken. Weil aus den Fässern, das haben wir beim letzten Mal gesehen, läuft ja irgendwas hier. Autsch! Ins Wasser. Toll, gegen einen betrunkenen Bären kämpfen. Nee! Das ist ja gemein, dass der sich hier überall am Wasser einfach heilen kann. Lässt du das wohl sein? Das ist gut. Ein betrunkener, riesiger Bär. Aber der ist auch zäh, meine Güte. Gerade wenn er sich, wow, immer heilen kann und dann so einen Ansturm macht. Oh. Mir sind die Pfeile ausgegangen. Ich wechsle einmal kurz zum anderen Bogen. Wow. Nein! Können wir das irgendwie abstellen? Dass er sich nicht ständig heilen kann? Boah. Und dann muss er nur ein so ein Treffer landen und zieht uns schon die Hälfte der HP ab. Dieser Ansturm. Und das ist. Das kommt immer so schnell. Ja, ist ja gut. Gut, dass wir unseren Mahlzeitenbeutel aufgefüllt haben. Nicht dein Ernst. Oh Gott. Ui. Ich habe so das Gefühl gehabt, der ist gerade auf uns rumgerollt. Komm her, du riesiger, betrunkener Bär. Okay. So, ich habe jetzt mal das zweite Zweihandschwert noch ausgerüstet, weil ich glaube, wir brauchen einfach mehr DPS.
und habe da auch noch Runen reingepackt. Elite-Schaden und Giftschaden, weil dieses Zweihandschwert ja vergiftet, wenn Gegner auf dem Boden sind. Ich hoffe, das können wir bei den Bären auch einsetzen. Damit könnten wir vielleicht seine Heilung ein bisschen negieren und Kopfschussschaden in den Bogen. Schauen wir mal, ob wir so ein bisschen besser gegen den kämpfen können. Komm her, mein Großer. Das hat ja vorhin schon ganz gut funktioniert. Oh, jetzt kommt er aber angerannt. Nummer 1. Das probieren wir gleich nochmal. Sehr schön. Jetzt noch ein paar Treffer in den Kopf. Oh. Oder den Betäubungsschlag. Das sieht so krass aus, wie Eivor den einfach umtackelt. Ja, das hat ihm nicht gefallen. Ja, einfach dieser wilde Kampfstil mit den beiden Schwertern. Autsch. Wow. Gerade so beim Heilen müssen wir schauen, dass wir ihn immer irgendwie unterbrechen können. Ja, der kommt auf uns zu. Wir haben keine Ausdauer, da müssen wir mal kurz warten. Genau, weil sonst sicher gleich dieser Ansturm kommt. Wenn er sich gleich heilt, versuche ich ihn sonst mit dem Seil, das wir machen können, zu unterbrechen. Genau. Weiß nicht, ob das so immer funktioniert, aber wenn wir das so beibehalten können, dann ist der Sieg, glaube ich, möglich. Boah, dieser Slow-Motion-Effekt. Aber nein! Der kommt immer so schnell angecharged. Komm, du Riesenvieh. Da darf man auch einfach nicht so ganz vor ihm stehen. Das gefällt dir nicht. Ja, das sieht gut aus. Oh. Nein, 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 nein. Böser Bär. Böser Bär. Nein. Gut, ich habe mich gerade noch gegengeheilt, aber. Komm her, ich will dich besiegen. Muss ich weitermachen, sonst heilt er sich gleich wieder. Ja, genau. Das habe ich schon so gesehen. Aber
Der war heftig. Puh. Okay, kurz einmal durchschnaufen. Ich finde das wirklich auch beachtlich, was man da immer anpassen muss und was für Taktik man entwickeln muss für bestimmte Gegner. Und dann auch immer einfach herauszufinden, welche Angriffe die starken sind, denen man ausweichen muss und wie man am besten vorgeht. Das war jetzt schon echt heftig, aber die Zweihandschwerter, einfach nur weil die so eine lange Combo haben, war das schon wirklich eine gute Methode, einfach dann immer auszuweichen, den Slow-Motion-Effekt zu haben und dann so schnell wie möglich Damage zu machen. Klar, hätten wir natürlich auch noch ein bisschen besser haben können, wenn wir das andere Schwert auch noch aufgewertet hätten bei Gunnar, aber hat ja so jetzt auch erstmal geklappt. Boah, das Licht. Dann schauen wir noch schnell nach dem kleinen Schatz. Der scheint dann irgendwie oberhalb der Höhle zu sein. Aber spaßig. Also gefällt mir, dass da auch einfach so krasse Gegner mit ihren eigenen Mechaniken irgendwie auf der Open World herumlaufen und dass man die treffen kann. Der in Oxenna Forge hier. Der. Huch! Bist du gestolpert, Eivor? Über den Ast? Ich darf hier nicht erwischt werden. Dieser schwarze Skabber oder so wie er hieß. In Oxenna Forge hier, den haben wir ja auch noch zu besiegen. Das hat ja damals nicht so gut geklappt. Aber jetzt haben wir uns gerade warm gekämpft. Das heißt, gegen den Bannerherrn können wir jetzt auch ein bisschen kämpfen. Ja, Eivors Blut scheint noch ein bisschen zu kochen nach dem Kampf. Aber geht mir genauso. Dann lasst uns den hier mal ordentlich einheizen. Wieso haben wir den denn nicht getroffen? Komm her. Jetzt kommen sie alle. Nein, der rennt wieder weg. Er wirkt ein bisschen unschlüssig. Hier, nimm dein Messer doch einfach. Jetzt wirft das mit Absicht daneben. Ja, ist ja gut. Noch einer. So. Ich glaube, Schrobisch hier ist auch von allen Wegelagerern jetzt irgendwie befreit. Dadurch, dass wir so mit denen aufgeräumt haben. Dann können wir jetzt wirklich hier zum Venlokan Außenposten. Und vielleicht, weil wir jetzt gerade eh schon so im Blutrausch sind und am Kämpfen sind, überfallen wir einfach das Kloster. Das passt auch ganz gut. Schauen wir mal auch, ob unsere Truppe überhaupt einsatzfähig ist. Die haben wir schon lange nicht mehr gerufen. Und ich glaube, das letzte Mal, als wir sie rufen wollten, da sind sie gar nicht gekommen zur Schlacht. Hoffen wir mal, dass sie jetzt erholt sind. Dann können wir Refnatorp auch bald wieder ausbauen, wenn wir zurückkehren. Der Eiferer. Den haben wir auf jeden Fall schon mal erkannt.
bitte jetzt einfach nach rechts zum Kloster. Noch ein paar Krieger. Oh, das scheint wieder so ein kleineres Kloster zu sein. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Eine Kapuze wäre gut, aber... Meine Güte, hier ist ja kaum was. Das tut mir jetzt schon fast leid, aber... Da kommen sie auch schon. Oh, wow. Der hat zugeschlagen. Das nicht so knapp. Oh. Der lädt gerade Thors Angriff auf, aber das können wir auch. So, hier ist ein kleiner Schatz. Ja, aber immerhin, die Mannschaft ist dabei. Ranghild räumt auf, sehr gut. Nehmt all die Stoffe mit, die ihr finden könnt. Bisschen Silber, ein Zahn. Gut, nehmen wir alles mit. Da ist Duck auch wieder mit dabei. Vielleicht hat er sich mal beruhigt in der Zwischenzeit. Ich brauche hier mal Hilfe. Na komm, schauen wir mal hier rein, was es in der Hütte gibt. Hier lohnt es sich zuzugreifen. Oh ja. Da hast du recht. Komm schon, komm schon. Sehr schön. Vier Fertigkeitspunkte. Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff. Ja, das war wirklich ein sehr kleines Kloster, aber fast alle Reichtümer von Schrobeschild eingesammelt. Das heißt, wir gucken da nochmal hoch. Und dann geht's rüber, endlich zum Venlokan Außenposten, wo eh schon so viele Schätze auf uns warten. Bestimmt kommen wir an die gar nicht so ohne weiteres ran. Hilf mir, Reisender, oder du wirst mich in deinen Träumen sehen. Ich warne dich in deinen Träumen. Was bist du denn für einer? Der Himmel lässt mich nicht herein. Ich stecke im Tode fest. Sprich! Was bist du? Ich starb eines furchtbaren Todes. Wölfe oder so. Niemand gab mir die Sterbesakramente. Ich stecke im Fegefeuer. Hab ein Herz, Reisender, und gib mir etwas, das hilft, mich zu befreien. Und was wäre das? Eine kleine Opfergabe, die dem netten Kerl hilft, ins Land der Toten zu reisen. Mhm. Ich lasse mich nicht hinters Licht führen. Bedränge die Toten nicht. 50 Silberstücke wären genug, um mir Frieden zu bringen. Wie wär's, wenn ich dich stattdessen töte? Dann 12 Silberstücke? Du kommst deinem Ende immer näher. Oder ein Kohlkopf?
Meine Seele wird nicht ruhen, ehe du in deine Tasche greifst und etwas beschissenes Silber dahin legst. Der ist ganz schön frech. 10 Silber anbieten. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, Reisender. Du musst wissen, die Toten haben nicht unendlich viel Geduld. Jetzt kann ich in Frieden ruhen. Im Land der Toten. Und so weiter. Du kannst gehen, Reisender. Geh ruhig. Es gibt keinen Grund zu verweilen. Das heißt, du schließt mir hier gar nicht auf. Das ist ja richtig dreist. Okay, die 10 Silber holen wir uns aber wieder zurück. Wollen mal sehen. Ich dachte nämlich, wenn wir jetzt einfach das Geld bezahlen, dann ist die Quest abgeschlossen. Schönen, leite mich. Das wird doch sicher der Kerl sein, der hier in dem Haus wohnt. Ich schau mal, ob da irgendwie ein Kellerabgang ist, wo wir dann hier runterkommen. Ich habe da schon so eine kleine Vermutung. Da hat er sich selbst eingesperrt, oder? Ja, sowas in die Richtung habe ich erwartet. Was ist das? Eine Glocke? Ein Amboss. Ach du meine Güte. Ah, sieh mal einer an. Ein Eingang. Da, 10 Silber waren in der Truhe. Die haben wir uns jetzt zurückgeholt. Und jetzt gehen wir den Kerl mal besuchen. Die Stimme des Toten. Du bist viel lebendiger, als ich erwartet hätte. Ich wollte dich betrügen. Und? Das Leben ist hart. Totsein ist ein gutes Geschäft. Jetzt bist du wirklich tot. Sprich so viel du willst. So. Der Puppenspieler. Er und seine komischen Rätsel. 40 Silber und Stoff. Na, das ist doch schon mal gut, dass wir hier reingekommen sind. Vermerk eines Scharlatans. Und ein weiterer Tag dieses elenden Lebens. Es macht keinen Spaß, eine stinkende Leiche hinter sich herzuziehen und sie genau richtig mit Stöcken und Steinen herzurichten, sich dann zu verstecken und zu hoffen, dass irgendein dahergelaufener Kerl vorbeikommt, um meiner Geschichte vom Fegefeuer zuzuhören. Die Stimme glaubwürdig zu verstellen ist auch nicht so einfach und fast nie fällt einer drauf herein. Meist stoßen sie die Leiche nur beiseite und ich muss wieder von vorne anfangen. Aber manchmal geben wirklich welche etwas Silber her und gehen im Glauben weiter, eine Seele gerettet zu haben. Sie sind so glücklich, in dieser traurigen Welt etwas Gutes getan zu haben. Dann weiß ich, dass es die Mühe wert war. Ja, da redet er sich noch ein, dass es irgendeinem noblen Zweck dient. Sehr gut, dann haben wir hier aber auch wirklich sehr viel erledigt. Und gehen jetzt zum Venlokan Außenposten. Das ist ja schließlich immer so. Man hat einen Plan, will eigentlich nur zu dem einen Ort und plötzlich lenken einen die ganzen Schätze und Nebenaktivitäten ab. Ich hoffe, euch stört das dann einfach nicht zu sehr, wie wir immer so ein bisschen vom Ziel eigentlich abkommen. Aber früher oder später sind wir ja dann doch immer da, wo wir eigentlich hin wollten. Ich glaube, wenn wir beim nächsten Mal auch bei Gunnar sind, werden wir auch das zweite Langschwert aufrüsten. Ich glaube, so mit diesem Loadout ist das Stärkste, was wir so haben. Diesen Wachen der Außenposten von Wenlokan. Wenn ich den Nachschub stehle, sind die Bretonen geschwächt und werden Frieden wollen. Ah, deswegen sind wir hier. Okay, verstehe. Ich dachte, wir mussten nur die Leute aus dem Steinbruch befreien.
Dann räumen wir hier doch mal auf. Deswegen sind hier auch so viele Truhen. Oh, der hat das gar nicht mitgekriegt. Ein Scharmützler. Aua. Kann ich auch. Für die Galle, Bursch. Ui. Ich glaube, die kommen hier mit den hohen Plattformen nicht so ganz zurecht. Aua. Die Bogenschützen sind natürlich jetzt fies. Ich guck mal nur. Wo die ganzen Schätze verteilt sind. Gar nichts mitbekommen. Wow, von unten in den Kopf. Das hat Eivor auch noch nicht gemacht mit der versteckten Klinge. Krass. Vermerk einer gebenden Seele. Heute sprach ein Toter zu mir. Der Arme, er sah aus, als wäre er eines schlimmen Todes gestorben. Er meinte, ein paar Münzen würden ihm dabei helfen, den Weg ins Jenseits zu finden. Ich bin so erschrocken. Stärker als beim Blitz und Donner. Ich gab ihm alles, was ich hatte. Ich muss einen Priester fragen, ob ich vielleicht verflucht bin. Oh nein, das waren wahrscheinlich die 40 Silber, die wir geplündert haben. Aber ja, ich finde das cool, dass immer in der Nähe noch so ein paar Notizen sind, die so eine Nebenaktivität immer ein bisschen ausfleischen. So, und was haben wir hier in der Höhle? Neue Ausrüstung. Sehr gut. Der Brigantinenhelm. Wow, der sieht sogar nicht schlecht aus. Aber wir haben ja schon gesehen, die Berserker-Rüstung einfach vom Effekt, dass Nahkampf und Rüstung erhöht werden, ist natürlich besser als einfach nur den Nahkampfschaden. Hier in der Höhle auch noch was? Ja. Sieht gut aus. Du, Däne! Hol mich aus diesem verfluchten Hühnerstall! Männer für Djorlafs Fürth. Viel besser als jeder Nachschub. Perfekt. Noch mehr Männer. Anweisungen bezüglich der Gefangenen. Solltet ihr Sachsen gefangen nehmen, so lasst sie am Leben. Wir werden sie uns zunutze machen, etwa um Wälle aufzuschütten oder in den Steinbrüchen zu arbeiten. Hünia ab Katfarch. Ja. Im Steinbruch waren wir ja schon. Ich gebe dir die Freiheit. Wirst du für diesen Schier kämpfen? Natürlich. Oh, auch jemand mit zwei Schwertern. Gut, dann wissen wir auch schon, dass der Schaden machen kann. Dann schauen wir nochmal. Hier gibt es weiterhin sehr viele Schätze. Die nehmen wir auch alle brav mit. Sonst haben wir hier nichts mehr übersehen. Der Großteil der Wachen müsste schon erledigt sein. Das heißt, ihr könnt hier euch einfach davon stehlen. Und ich kletter hier nochmal hoch. Denn da sind ja auch noch die ein oder anderen Schätze. Gerade auch noch oben in der Höhle und hier auf den Plattformen. Ich glaube, hier ist noch ein Priester, der herumschleicht, der auch nicht wirklich gegen uns kämpft. Der da inspiziert wohl die ganzen Leichen. Oh, und wie kommen wir da hinten hin? Von da drüben wahrscheinlich, ja. Und dann über den Baum. Werden wir uns auch noch anschauen. Wenn schon so viele Schätze auf einem Fleck sind, dann nehmen wir natürlich auch alle mit.
noch mehr Vorräte. Steinbruch und Vorräte erledigt. Nun zu Eva und Sheolbert in Westbruch, ehe Eva noch mehr Unheil anrichtet. Ja, wirklich. Da sagst du was, Eivor. Priester uns jetzt mit Köter beschimpft? Das ist aber nicht sehr christlich. Dann klettern wir mal noch hier einmal drumrum. Oh nein, da unten ist noch so ein Banner her. Ich komme sofort zur Unterstützung. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Gemeinsam! Ach, ich dachte, wir können uns anschleichen. Keine Sorge, ich schaue, dass ihr hier sicher rauskommt. Gemeinsam schaffen wir das! Nimm das. Das ist echt heftig mit dem Großschwert. Diese Kill-Animation. Woher kommen die denn alle? Gut gemacht, vielen Dank. Ich dachte, wir hätten hier bisher eigentlich gut aufgeräumt. Wow. Okay, ja, ich sagte doch, der hat's drauf. Sehr gut. Okay, dann hier über den See eine kleine Runde und dann nach Westbur. Ja, da waren wir schon. Perfekt, da befindet sich anscheinend Eva. Das ist auch immer praktisch, wenn man das Gebiet einmal erforscht hat, dann weiß man schon, wo die ganzen Orte sind. Anstatt sie dann mühselig zu suchen. Das heißt, jetzt nochmal eine kleine Einlage beim Schwimmen. Und dann zu Eva. Ach, wir hätten das alles hier nicht machen müssen, wäre Eva einfach ein bisschen, ja, klüger und rücksichtsvoller. Aber nein, er musste ja den Bruder von Rodri die Kehle durchschneiden. Jetzt regnet es auch schon wieder. Gut, dass wir schon nass sind. Dann stört das nicht weiter. Was haben wir denn hier? Eine Maske für Octavian. Das war auch schon das vorletzte Artefakt hier. Dann schauen wir hier nochmal. Yeah, noch mehr Stoff. Noch mehr Loot. Und die letzte, nee, das. Die vorletzte Sidequest ist dann hier oben. Ja, natürlich, da ist einfach ein Bär, der zwei Bären. Warum gibt es die immer im Doppelpack? Ja. Die brüllen da nur ein bisschen rum. Schauen wir mal, wem diese kleine Hütte gehört. Die Steine!
Du hast Glück, hier zu sein, Krieger. Du wirst sehen, was Sterbliche selten zu Gesicht bekommen. Habe ich das Himmelsreich betreten? Ota schlägt Steine, soweit das Auge reicht. Ich bin Ota Slugason. Ich gehe denen wie dir normalerweise aus dem Weg. Aber du scheinst freundlich zu sein. Ich schwöre, ich habe gesehen, wie ein Engel deinen letzten Stein verschluckt hat, Ota. Ja, nichts ist schöner als der Knall eines sauberen Steinschlags. Wie eine Kriegeraxt, die auf eine Schildmauer trifft. So einen Steinschlag würde ich gerne mal sehen. Gut, hier kommt eine Kostprobe. Macht euch bereit. Beeindruckend. Ich bin beeindruckt, Ota Slugason. Manche versuchen dasselbe mit ihrem Bogen. Aber eins sage ich dir. Meine Bestzeit ist schwer zu schlagen. Ich möchte den Kindern ihren Helden nicht nehmen, indem ich dich bezwinge. Dieser Wikinger gefällt mir. Kinder, versammelt euch! Sicher, dass du mich herausfordern willst? Gut, Ota. Ich werde diesen Kindern zeigen, was eine wahre Legende ist. Ota, unterschreibst du mir diesen Stein? Aber gerne doch. Oh, es geht schon los. Sicher nicht. Du schlägst der armen Puppe das Stroh aus dem Bauch. Oh, gut getroffen. Sehr gut. Und die letzte war irgendwo oben, oder? Das fasse ich ja nicht. Du schlägst der armen Puppe das Stroh aus dem Bauch. Waren das alle? Sieh mal an, das hat ja ordentlich geknallt. In dir steckt mehr, als ich dachte. Der Däne hat ganz schön Wumms. Zwei Legenden vereint. Ruf die Dichter herbei. Danke, Ota Slugason. Dieses Spiel macht Spaß. Wenn es noch Met und Hafernüsse dazu gäbe, könnte man sich damit gut die Zeit vertreiben. Das stimmt, Eivor vom Rabenclan. Komm jederzeit wieder, wenn du nochmal tanzen willst. Gerne. Ja, stimmt. Und mir fällt gerade auch auf, die letzte Sidequest war ja das mit der Opfergabe da ganz hinten. Sehr schön. Cody B. Das ist auch sicher irgendein Easter Egg für irgendeinen Sportler, aber das kenne ich leider nicht. Aber wieder richtig, richtig schön. Dann würde ich sagen, verteilen wir noch die Fertigkeitspunkte. In welche Richtung nur? Einfach mal hier rüber. Was ist das hier? Adrenalin beim Schleichen. Ja, warum nicht? So ein kleiner passiver Bonus. Wow, und bald eine Stärke von 200. Das ist doch richtig, richtig gut. Ja, ich glaube, dann soll es das auch erstmal wieder von dieser Episode gewesen sein. Viel erlebt, viel in Schrubbisch hier fertig gemacht. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.